meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl-Lied. Und er hat wieder mal nicht gespeichert. Was total dramatisch ist, ne? Aber ich glaube, wir hatten hier gerade nichts Wichsiges gemacht. Deswegen ist es jetzt gar nicht so dramatisch. Konnten wir jetzt uns nochmal irgendwie heilen oder sowas in der Richtung? Es knackt und fackt überall herum. Fiedel die in Fiedelbumm. Ne, da könnte ich nicht. Aber kann ich hier was Psychotraumatisches essen? Schlürf. Wisst ihr, geht wieder. Psyche wieder okay. Aber meine Gesundheit kriege ich nicht in Topform, ne? Normalerweise war doch immer so, dass... Wo konnte man das sehen, was wir brauchen von unserer Basis gerade, damit alle total fresh am Start sind? Nicht geil. Na, egal. Wir gehen schlafen, der Tag war hart genug. Wir gehen schlafen, da-di-da-di-da-du. Ob wir noch einen Verbündeten kriegen? Also ich hatte gehofft, dass wir diesen komischen Tarzan mit dazu kriegen zu uns. In unsere Gang. Aber... Ja, hier fehlen ja auch noch zwei Hinweise, die wir uns noch nicht hingeweist haben, ne? Naja. Aber man muss das ja nicht auf 100% spielen, oder? Ich weiß nicht. Kriegen wir hier eine Mikrofonhinweis? Nee, kriegen wir nicht. Wenn jemand mit mir reden möchte, du vielleicht? Du? Igor! Есть минутка! Я тут пообщался по радиосвязи с моим... деловым партнером! И что? Как оно? Он по уши в дерьме! Нар села ему на хвост. Но тут удивляться нечему. Если ты грабишь богатую нар и раздаешь бедному себе, да? Ну, теперь ясно, что у вас за бизнес. Ты к словам не цепляйся, а просто проверь, как он там, ладно? Он прячется где-то возле порта Припяти. Warte mal, ich muss mal Mikrofon umstellen. Mich nervt das hier gerade voll an. So. Weil ich habe das Mikrofon schon über dem Bild drüber. Das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Huch, das ist so viel für mich. Ah, oh mein Gott. Das ist so viel. So, also haben wir jetzt... Ich habe gar nicht mehr zugehört. Aber irgendwas wollen wir machen. Siehst du, immer irgendwas. So, Roter Wald ist gut für... Michael. Ach komm, lass ihn mal den Roten Wald machen. Ist gut für... Michael. Der passt. Perfekt. Ich glaube, ich habe perfekte Mission für euch alle gefunden. Wir sollten noch mal langsam mal gucken, dass wir bald mit einem Überfall starten müssen. Aber ey, es kann doch nicht alles gewesen sein. Michael утверждает, что это просто бизнес. Но я уверена, и ты сам видишь, что он не рассказывает тебе всей правды. Ich glaube, в его душе столько черноты из-за утраты, из-за скорби. Не дай этой черноте просочиться и в тебя. Naja, ich glaube, das ist ein bisschen zu utopisch, dass er uns loswerden möchte. Aber na, weiß man ja nicht, ne? Er war ja sauer, dass wir das nicht so gemacht haben, wie er das gerne hätte. So, da sind wir nun. Wieder mal Hafen von Pripyat. Immer dieselbe Kulisse tatsächlich. Nichts Neues. Und immer wieder dieses Café hier, ne? Ist es ein Händler? Vagabund. Привет, привет. Хочешь поторговать? Не могу не спросить. Мы же в самой жопе мира. Почему ты вообще этим здесь занимаешься? Здесь повсюду жопа мира. Да лов солдат нового. Иногда для того, чтобы построить успешный бизнес, приходится сворачивать с проторенной дорожки. Этому меня лично уров. Удачи с твоей империей, Атлант. О, пупель. Я лов солдат нет. Но удача мне не. Leute, da rennen Soldaten rum und wir so gemütlich am Schnacken. Надо
nicht getroffen, Schnaps getroffen, wa? Sind härter, sind, sind härter. Noch einer. War nicht mehr. Arschloch. Und wir hier gemütlich am Schnackeln, Alter. Hier dabei sitzt hier voll, die, voll hier der, der Wu-Tang-Klang hier am Start hier, hör mal. Und wir so, ja, laber, 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 laber. Wie viel waren es? 4 Stück oder was, ne? Meine Güte. Unvorsichtig ohne Ende. Wie kann das sein? Das wäre, sind so unvorsichtig. Einmal Thunfisch. Mit Rotation. Pilze. Kraut. Sind wir hier wieder, wo das hier so voll mit Dings sind? Aber hier nichts ist, ne? Was soll hier sein? Ich höre hier, als wäre hier irgendwas mit Tschernobylit irgendwie im Start, aber ich kann keins sehen. Das scheint hier eine Höhle zu sein. Ah, das ist eine Tschernobylit-Höhle. Wahrscheinlich, warte mal. Oh, da würde ich hin, warte hin. Wie kommen wir denn da runter? Das frage ich mich jetzt. Warte mal, haben wir auch einen Brenner dabei oder muss ich mal wieder neue herstellen? Wahrscheinlich muss ich mal wieder neue herstellen. Nimm mit. Was war das? Wer bist du? Was? Wofür? Was? Ich hab mich erschrocken wegen lauten. Aber sonst habe ich gar nichts mitgekriegt. Wie komme ich denn dort ran? Gar nicht, ne? Man kann das Tschernobylit hören, aber man kommt der Engel nicht ran. Warte mal. Da ist da oben ein Loch, wo wir rein können. Ne, auch nicht. Ja, daneben halt nicht, ne? Nur hier, den Weg. Den Weg ist der Ziel. Topmoderne Autos. Ich habe die Vermutung, dass hier noch mehr Soldaten sind. Wird gespeichert. Okay, ziemlich nice. Genau. Dafür machen wir das. Haben wir Lampe? Ja. Hier im Nebenraum. Sprit ohne Ende. Und da unten. Da liegt auch ein Gewehr und alles. Wir sind auch Parkour-Jumper. Seitdem wir den Parkour-Hüpfer kennengelernt haben, können wir das auch alles. Ja, da kommen wir nicht rein. Das, wieso können wir keine Dietriche herstellen? Das checke ich irgendwie noch nicht so ganz. So. Wie kommen wir hier jemals wieder raus? Okay. Im Quest gibt es hier nicht so wirklich. Oh, oh. Alter. Das ist ein Problem. Das Krankenhaus, ne? Haben wir eigentlich jetzt wieder neue Munition auf dem Revolver? Ja. Na, aber nicht ganz voll, na, wird scheißegal. Was war das denn?
Das Tschernobyl-Lied ist überall. Hä, willst du mich verarschen? Okay, aber... Ja. Okay. Ja. Dann hat sich das Tschernobyl-Lied jetzt das Krankenhaus geholt. Dann ist das halt so. Umgelaufen. Aber was soll man dagegen machen? Es ist unterirdisch. Leute, ich glaube nicht, dass es alles gewesen ist an... Wir müssen hier weiter runter, okay. Eine Strahlenkrankheit selber habe ich am Start. Wir haben ein bisschen Strahlung abgekriegt. Ah, komm, lass uns nochmal eine Strahlungskrankheit selber bauen. Das ist natürlich ziemlich nice, dass das nicht weggeht, ne? Können wir auch gleich mal essen hier. Was ist denn das? Sind die hier in der Nähe schon? Bei uns, ganz nah? Ich frage mich, die NAR und die Tschernobylit-Monster, die sind so nah beieinander und rasseln kaum aneinander. Was ist los, Einsiedler? Кто здесь? Не стреляй. Спокойно, я от Михаила. Это ты его деловой партнер? Деловой что? А, ну да, это я, так и есть. Меня подстрелили, нужна помощь. Михаил, я нашел твоего друга. Наровцы здорово его потрепали. Дело плохо. Сука! Слушай, выручи его, дружище! Он мне еще нужен, у него есть связи. Да и вообще, не заслужил он такой смерти собачьей. Ich bin Heilsalbe. Es ist kein Wundermittel, aber es sollte vorerst reichen. Ich muss ihn so gut es geht wie fit machen, gib ihm nichts. Давай-ка я тебя подлатаю. Спасибо. Правда, у меня с собой ничего нет. Все сбросил, пока убегал, но у меня есть информация. Может, тебе пригодится. Так, на Татьяна. Я еще одну женщину. Ее зовут Татьяна Амалиева. Она... Играет на скрипке, так? Сибелиуса. Да. Боже мой. Это ее любимый композитор. Ты... Das wird eine Hexenjagd. Ты ее знаешь? Я помню эту музыку. Такая красивая, окрыляющая. Сибелиус не для всех. Несколько недель назад я начал видеть странные сны. Сначала только музыка. Was ist das mit Tatjana? А потом я увидел ее. Она ничего мне не сказала, но я все понял. Она говорила со мной через музыку. Моя жена Катя тоже играла на скрипке. Музыка нас объединяла. Okay. И что же она сказала? Я это записал куда-то. Только записи у меня на базе. Там сейчас поди толпа наровцев. Egal, оставайся здесь. Genau. Я скажу сам и все обыщу. Die machen wir alle kalt. Для меня это очень важно. Ты поправишься. Mhm. Обещаю. Ich verspreche dir, Genosse. Es wird dunkel. Es gewittert. Sind das diese Tschernobyl-Stürme? Ob wir da mal was gegen tun sollen? Warte mal. Objekte bauen. Da. Modifikation. Raumverteiler, Bescheid. Die Tschernobyl-Strahlungsreihen. Verschalten auf den Effekten nächsten Tag sichtbar mit anderen Geräten. Okay. Wurmlochblockade. Okay.
Wirklich bringt das nichts. Und überall sind diese, liegen diese Chernobyl. Alter, bist du doof? Digga. Schrotflinte haben die, wa? Es hört sich an, als wenn Steps, ne? Oh, alter Mann. Das ist kein hübscher Anblick, auf gar keinen Fall. Kinder, guckt da nicht hin. Das Feuer, was ist das hier? Kommt das von dem Tschernobyl-Lichtsturm? Naja, man sagt ja, ein Blitz schlägt niemals an dieselbe Stelle ein. Wo ist mein Baumpilz? Ich hab sogar Baum. Ja, so viel dazu. Ich wurde direkt getroffen, Alter. Da. Okay, jetzt ist es doch da. Kann man die Maschine anmachen oder so? Oder steht die einfach nur doof rum? Ernsthaft, ich gehe rein und kriege hier gleich einen ab. Es wächst. Ja. Irgendwie unheimlich, oder? Как слепой котенок. Знаешь такое выражение, Игорь? Есть глупое дитя, запутавшее в темноте. Думаешь, ты все ближе к разгадке, но тьма окружает тебя со всех сторон и скоро поглотит полностью. Тебе стоило держаться подальше. Я не позволю тебе разрушить все сейчас. Не позволю. Что? Хочешь показать из какого-то теста? А теперь беги! Я уничтожу тебя, если потребуется! Даю Was? Тебе фору в 10 секунд! Зачем ты вернулся? Это плохо для тебя кончится! 10 секунд, на нём! Посмотрим, на что ты способен. Arschloch. Ja, ja. Ich soll der Blitz beim Scheißen treffen. Wo ist das denn jetzt, verdammte Scheiße hier? Da, das soll es sein. После воздействия Чернобылита люди могут общаться друг с другом. Ich habe wieder von ihr geträumt. Не видит Татьяну. Поэтому ее вижу. Ich habe wieder von ihr geträumt. Rotes Kleid, wunderschöne Musik. Manchmal glaube ich,
Die Einsamkeit macht mich verrückt, meine liebe Katja. Dienstag 13. Manchmal denke ich, es war die Jungfrau Maria, die herabstiegen ist und meine Hand genommen hat, um mich zu dir zu unserem Kind zu führen. Andererseits hat Apostel Jahre erwähnt, dass Mutter unserer Erlösung, das Algergo Moderato von Sebelius, so perfekt spielen konnte. Das konntest nur du. Ich habe mich hier in radioaktiven Ruinen unter Banditen, Schmuggler, Monstern und verdorbenen Seelen ein neues Leben aufgebaut. Vielleicht wollte ich Frieden finden oder mich dafür bestrafen, dass ich dich nicht beschützen konnte, Katja. Dich und unser Baby. Sie hat mich wieder besucht. Diesmal war ihre Musik wütend, wild. Es fühlte sich an, als hätte ich die Pforten der Hölle geöffnet und alle Dämonen wären dabei ausgebrochen. Die Menschen stellen sich der Hölle feurig und dunkel vor. Voller rote Schwarze. Aber sie ist grün. Kannst du glauben, Katuccia? Das ist nie passiert. Die Frau im roten Kleid. Diesmal hat sie nicht Violine gespielt. Sie stand einfach in der Ruine und sah mich schrecklich traurig an. Ich versuchte mit ihr zu reden, fragte sie was immer wieder, was sie wollte, aber sie antwortete nicht. Die Frau im roten Kleid hat zum ersten Mal mit mir gesprochen. Ihre Stimme war leise, wach und zärtlich, aber auch so schrecklich traurig. Sie war ein Abschied, sie flüsterte, verlass diesen Ort, ich lieg in der kalten Erde, du wirst mich nie finden. Traurig. Wer ist es traurig? Oh, Alter, Nase kribbelt. Und der Sturm hat auch ein Ende genommen. Der schwarze Stalker ist jetzt weg, wa? Wir haben alles geschafft. Ich hätte den schwarzen Stalker am liebsten gerne erschossen. Aber er hat mich gefragt. Denkst du, hast drauf, mich zu besiegen? Ich sage, ja, ich hatte drauf, dich zu besiegen. Aber nicht kämpfen, sondern ich war schneller als du. So, dann wieder zurück. Ja, wieder zurück in der Base. Mal gucken. Bin echt gespannt, was als nächstes kommt. Aber offensichtlich kriegen wir nicht mehr Leute. Und ich würde gerne mal so einen Überfall starten. Wir sind, glaube ich, zu fünft. Ich glaube nicht. Как он там? Ранен, но выкарабкается. Отличные новости. У него есть доступ к важным припасам. И выход на нужных людей. Ты, я смотрю, распереживался за друга, Миша. Да пошел ты! Ишь, святой выискался. Нимф не жмет? Может, для тебя все это романтическое приключение. Но некоторым здесь приходится выживать. Окей. Эй, я hätte schwören können, wir sind mehr Leute. Aber jetzt nur ihn und ihn, wa? Und überall sind die Missionen gelungen. Das ist doch schon mal sehr, sehr klasse. Rationen, Essensverteilung. Wir wollen ja nicht, dass es uns zu gut geht. Lass uns mal normal doppelte Rationen essen, damit wir ein bisschen normal werden. Ach, guck mal. Jetzt habe ich das verstanden. Oh, man muss das Spiel halt durchspielen, damit man das versteht. Guck mal, die haben alle irgendwas, ne? Wo ich nochmal mit denen schnacken könnte. Trainieren könnte. Guck mal, das Krankenhaus ist komplett befallen, ne? Ich denke mal, irgendwann wird ganz Pripyat hier komplett befallen sein. Und da leuchtet das auch hier in den Hochhäusern teilweise. Das ist halt nachts, ne? Aber an der Base fehlt es an nichts gerade, ne? Что нового, Игорь? Да ничего вроде. А ты как? Все думаешь об Антоне? Да. Мы с ним немало повидали вместе. Помню, Антон упоминал Хашам, кажется. Что там произошло? Это то еще местечко было. Слыхал о гражданской войне в Сирии? Честно говоря, нет. Я как-то другими вещами интересовался. Ага, как и весь остальной мир. На этих людей всем наплевать. Для крупных игроков России, США, Китая
Большинство таких охваченных войной стран – просто полигон для испытания оружия и игры в политику. Это называется гибридной войной. Наемники вроде нас поддерживают армию, участвуют как раз... А я вас хиду... Solange nichts Informatives bei rumkommt, habe ich gerade kein Interesse, mir dein Geschwafel reinzuziehen. Wie viele Chernobylit-Brenner haben wir noch? 3, das sollte erstmal langen. Nochmal Pilze anbauen. Ich wollte gerade sagen, ey, wo ist mein... Ja, Lampen, ne? Könnte man hier hin. So dunkel hier. Ja, das ist mal was Gutes. Operation selber. Okay. Aber es ist schon mal gut gelaufen. So, jetzt will ich nochmal Licht anbringen hier tatsächlich. Was ist das? Ob der Gemüsegarten da oder da? Licht wollte ich eigentlich gerne machen. Filter, nee. So. Das Licht. Man braucht Kräuter, um Licht zu machen. Man muss sich das mal vorstellen. Beleuchtung, das ist Bodenbeleuchtung, ne? Das ist ja scheißegal. Hauptsache Beleuchtung erstmal. Da kann ich keine anbauen? Was soll das denn? Das ist ja total Blödsinn. So, wie schaut's da aus? Hier oben kann ich gar keine anbauen. Nur hier. Pflanze drauf. Finde ich witzig. Hier haben wir tatsächlich durch diese eine Ecke hier genügend Licht geschaffen. Könnten wir auch nochmal Licht machen. Hier auf den Trümmern kann man einfach gar nichts draufstellen, ne? So viele elektrische Teile, wir können da so viel Licht noch machen. Oh, das wäre jetzt scheißegal. Hier ist Licht. Oh, hier zwischen wir. Oh, da konnte ich. Warte. Ja, da. Sehr gut, sehr gut. Was machen die denn hier? Wärmeres Licht oder was? Mal gucken, einmal hier einer. Ne, können wir gar nicht, für Pilze. Und Chernobylit bringt auch Licht, ne? Grünes LED. Gut. Damit wäre das ja schon mal super. Dann haben wir schon mal gut beleuchtet hier alles eigentlich. Nicht mehr so dunkel. Warte mal, doch. Ich finde das hier so ziemlich duster. Warte. Hier sieht es duster aus. Findet ihr das nicht? Oh, duster aus. Okay. So. Das ist hell genug. Hier und der, ach, der sind ja schon welche, warte mal. So. Hier passt nichts hin, hier passt nichts hin.
Bin ich da nicht. Warum eigentlich nicht? Hier mit einem Trupp. Ja, gut, egal. So, nun reicht's aber. Jetzt haben wir die Base eigentlich ziemlich gut beleuchtet, finde ich. Dann sieht alles nicht mehr so finster aus hier. Ja, macht guten Eindruck so. So, Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. So wollte ich das sagen. Also, ciao mit V, tschö mit Ö und so.